Ich habe deine SMS erhalten. Weswegen wolltest du mich sehen? Wir haben nichts bei uns. Wir wissen nicht, wer der Täter ist. Wir wissen nicht, was sein nächster Schritt sein wird. Deswegen muss ich zurück ins Labor und arbeiten. Wer wird sein nächstes Opfer sein? Vielleicht sollten wir ihm eine Falle stellen, bevor er wieder zuschlägt. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du keine Ahnung hast, wer der Nächste sein wird. Doch, wenn ich es bin. Was? Du willst selbst das nächste Ziel sein? Der Mörder hat ein Problem mit Autoritätspersonen. Wenn ich mich in den Nachrichten öffentlich zu diesem Fall äußere, dann... Nach allem, was du durchgemacht hast mit Jared, du hast dich gerade erst wieder erholt. Ja, Caroline, bitte lässt uns einen Augenblick allein. Ein anderes Mal liebend gern, aber ihr beide müsst euch das hier ansehen. Und wenn er glaubt, dass mich ein paar Schrapnellsplitter aufhalten, sollte er sich auf was gefasst machen. Was macht Aubrey außerhalb des Krankenhauses? Nun, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, etwas äußerst Dummes. Verdammt, Aubrey. Damit eins klar ist, ich als Autoritätsperson werde die Person fassen, die für diese furchtbaren Taten verantwortlich ist. Darauf gebe ich ihm ein Wort. Dieser kleine Bursche hat gerade eine purpurrote Zielscheibe direkt auf seine magere, aufgeplusterte Brust gemalt.